Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ups. Hallo. Minecraft Gettern. Mal wieder, denn ich spiele verdammt gern Gettern und. Huhuhu. Egal, ich geh jetzt einfach hier runter, zack. Weg mit dem Typen. Weil ich mir die Goldblock da hinten holen will. Ganz ehrlich gesagt. Ja, ich gebe zu, das war verdammt fies. Aber was sollst du machen, ne? Also ich, ja gut. Ja, okay, ich gebe zu, das war schon scheiß fies. Dafür, dass ich mich so oft drüber aufgeregt habe, war mir klar, dass der jetzt kommt und mich runterjagt. Mir war es so klar. Mir war es so klar. Ich habe mir jetzt schon Anfang der Runde einen Feind geschaffen. Ich muss sagen, Rocksteam-Map habe ich fast nie gespielt, ehrlich gesagt. Aber wenn ich das gerade sehe, hat die irgendwie Ähnlichkeit mit Steinwürmen. Du kannst hier einen sehr großen Bereich einfach runterlaufen. Das ist halt bei Steinwürmern fast genauso. Da tust du den meisten, den meisten Weg eigentlich wirklich bloß runterlaufen. Okay, warte mal. Ah, das war dumm. Yep, das wird böse enden. Ich sehe es doch schon kommen. Die Runde hier allgemein. Es sind schon 1/76. Also wird das richtig böse ausgehen für mich. Mit wenig Kornblöcken allem, werde ich vermuten. Aber da hinten ist doch einer, den kann ich wiederholen. Und das wäre ich auch dumm. Haben wir da schon mal einen Kornblock? So, wo gibt es denn noch welche? Ah, es läuft halt allgemein gerade nicht so gut hier in der Runde. Dafür, dass ich mir anfangs schon den Feind geschaffen hatte, leider. Aber, naja, ich gehe einfach mal in die Hoffnung, dass der im weiteren Spielverlauf nicht mehr weiter auf die Nerven geht. Ja, es war ein Fehler. Und ja, ich hoffe mal, dass es einfach nicht weiter auf die Nerven geht und ich noch ein paar Coinblöcke abstauben kann. Die Runde ist bald vorbei. Lass mich wenigstens ein, zwei Coinblöcke holen. Und, ja. Da ist noch einer. Okay, perfekt. Da hinten ist noch einer. Komme ich an den ran. Perfekt, den haben wir auch. Der niedrigste, ja, hat jetzt beendet, schade. Nein, 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 nein. Ich hoffe, die Person hat nicht gesehen, dass hier einige Kornblöcke sind. Sie hat mich nicht gesehen. Dass sie mir jetzt irgendwie versucht, die Kornblöcke zu klauen. Okay, hat sie nicht. Perfekt. Huch. Ich werde echt noch weit runter gesprungen. Aber ich will zu den Kornblöcke da hinten hin. Wobei, da hinten ist auch einer, wenn ich das richtig sehe. Ich muss aber erstmal auf die Sprünge hier konzentrieren. Bis wir da hinten sind. Okay, das sieht schon mal wirklich gut aus, finde ich. Da ist ein Kornblock, da ist ein Kornblock. Allerdings müssen wir da erstmal hinkommen. Gewagter Sprung. Okay, haben wir einiges an Herz verloren, was sollst du machen? So, dahin. Wo sind die Kornblöcke jetzt? Da sind die. So, zack, zack, zack. Hier sind richtig viele Kornblöcke. Dann ist die Frage, wie wir da rankommen. Da ist sogar ein Tierblock, es sind gerade richtig viele Kornblöcke, an die kommen wir aber nicht ran, an den leider auch nicht. Kann man den dort ran? Nein, kommen wir auch nicht, oder? Ich wage mir den Sprung, ich traue mir das nicht zu. Heilung, okay, Heilung ist geil. Können wir jetzt versuchen, schneller runterzukommen. Aber das war jetzt schon irgendwie ein Pech, da sind die Kornblöcke, dann sind wir auch da. Und dann haben wir so viele Kornblöcke direkt vor der Nase bekommen, einfach nicht ran. Das ist schon sehr ärgerlich, das ist schon sehr ärgerlich. Aber weiß Gott, was sollst du machen? Du kannst halt irgendwie nichts gegen machen, wenn du so ein Pech hast. Das war knapp. So ein Glück im Pech, nenne ich es jetzt mal. Glück im Unglück. Oder so. Nee. So, ja, andersrum halt wirklich, ne? Okay, hier wollen wir noch einen Kornblock. Und vielleicht schaffen wir es noch nach unten, oder? Wir hängen ein bisschen nach. Wir hängen ein bisschen nach, hinter dem, der gerade am ersten von der Weite unten ist. Da hängen wir wirklich ein bisschen nach, aber komm. Schaden, ist das dein Ernst? Reicht das? Nice. Okay. GG. Wir sind nach unten gekommen. Wie viel haben wir? Fast 1000. Hat einer schon 1400. Ansonsten sind wir wirklich so ungefähr an zweiter Stelle. Also, ich glaube nicht, dass wir den einholen können. Aber ich gebe mein Bestes. Wir schaffen das vielleicht schon noch. Ich weiß es nicht. Ich versuch's. Tetris bin ich leider nur gar nicht gut drin. Lucky Block. Blindheit, dein Ernst. Okay, hier haben wir einen. So, nochmal Lucky Block.
Mathe? Das ergibt 80 plus 46 Coins. Als ob. Fuck! Es war mir so klar. Es war mir so klar. Hätte ich es doch lieber gelassen. Gerade eben noch eine Matheaufgabe gelöst und jetzt. Ach Gott, das ist aber cool. Wenn du eine Matheaufgabe löst, kriegst du Coins. Das ist wirklich cool. Aber leider halt jetzt wirklich sehr viele Coin-Dinger versaut gerade. Unsichtbarkeit. Ja, was bringt mir Unsichtbarkeit? Okay, doch, es bringt schon was. Wenn du von Gegner nicht gesehen wirst. Aber ansonsten bringt mir das gerade nicht. Wir sind sowieso gerade fast keine Gegner. Ja, ein bisschen Schaden bekommen. Hier komme ich sowieso nicht ran. Liegt auf unmittelbarer Höhe und zack. Gut, haben wir den schon geholt. Wo geht's jetzt lang als nächstes? Ich würde sagen, wir holen den. Wo gerade Kopf an der Dings eingehauen. An der Kante. Und da hinten ist noch einer. Wie weit ist der andere höchste? Sollten wir schaffen. Ja, okay, haben wir schon mal den. Da hinten ist da einer, den würde ich gerne haben. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Nein, tue ich nicht. Ja, sie sind ja dann auch gerade keine Möglichkeiten in der Nähe. Daher denke ich, dass es eher ein bisschen unvorteilhaft werden könnte für uns, weil jetzt natürlich keine andere Coinblöcke sind. Da ist noch ein Bierblock, aber da komme ich nicht ran, oder? Nein, da komme ich nicht ran. Gut, die sind auch verdammt keine Coinblöcke. Schade. Jetzt haben wir trotzdem wie viel? 1000, fast 1200. Der andere hat aber 1600. Das könnte sehr problematisch werden. Haben uns schon mal Full Deer Zeug. Bogen lasse ich jetzt einfach mal, weil ich sowieso nicht mit Bogen umgehen kann. Ja, haben wir nochmal 10 Level. Dann extra als geht nicht ein Goldapfel und ein paar normale Äpfel, würde ich sagen, ja. Und dann entschaut man erstmal, da kommt es erstmal Fire Aspect. Weil Fire Aspect braucht man auf jeden Fall als erstes. Und dann, ich will Sharpness 4 haben. Logbook Dings auch nicht, Sharpness 4 hätte ich gern. Ach komm. Sharpness, ja, perfekt, Sharpness 4. Perfekt. Dann können wir jetzt gucken, das reicht zwar nicht, um alles auf Protection Dings zu machen, aber. Nein, kein Protection. Protection 3. Jetzt ist Protection 4. Komm, nehme ich an. Ja, dann zweimal dafür noch bekommen wir wenigstens. Jetzt brauche ich nochmal Protection 4 wenigstens. Protection 3. Komm, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Bitte, please. Ich nehme euch jetzt Protection 3, wenn es kommt. Komm, bitte. Scheiße, jetzt konnte ich noch unbreaken. Das war so ein Fehler. Ich habe nicht nochmal 30 Level und dann danach nochmal, ne? Protection 4. Nice. Protection 2. Protection 2. Protection 3. Blast Protection. Okay, nice. Da haben wir doch eigentlich doch ganz guten Charter, würde ich sagen. Kann man echt mal machen. Einfach drauf gehen. Da ist ein bisschen weg. Ja, perfekt. Hier gerade einer reingegangen. Nein. Gibt einen Ofen und einen Goldapfel drin oder so? Ne, schade. Hätte sein können, gibt es solche Secrets. Und das ganze Zeug an, der noch Goldäpfel. Aber das ist der am höchsten war. Junge. Reckon Hieser. Das ist sehr gefährlich gerade für mich. Komm, sprinten. Diesen an irgendwas Typ. Gerade wenn wir einfach angucken, ob das so weit läuft. Du erst recht nicht, Alter, du erst recht nicht. Okay, ich habe gerade plus 5 Coins gemacht, weil mein Chat gestorben ist hinten. Okay, komm, ich werde. Nice. Er ist weg. Ist ein bisschen scheiße, weil es ja echt dunkel ist gerade. Ich weiß nicht, wo der gestorben ist. Hier ist der gestorben, perfekt. Okay, nice. Wie viel Level habe ich noch? Nein. Wehe, ich will mir einen Sharpness 5 Shot machen. Das wäre so cool. Komm. Hitten. Nice. Vergessen. Ich gewinne die Runde, Leute, noch. Ich gewinne die Runde, ernsthaft. So, ich will schnell ins Boot, dann müsste es einen Amboss geben. Ich glaube, ich könnte mir das echt sogar leisten, den Sharpness 5 schwer zu machen. Das wäre zu krass. Dann habe ich endlich was für einen Titel für das Video. Warte mal. Das Schwert plus, wo war es, das hier? 21. So rum. 21, scheiße. Das ist echt ärgerlich. Habe ich sonst noch ein Sharpness 4 Schwert?
Nee, hab ich leider nicht. Schade. Fehlen mir 6 Level. No, es tut mir leid. Das tut mir jetzt echt leid. Dann greife ich halt nicht, hätte auch so Zeug gegeben. 2 Hits, du warst direkt auf Kühe von mir. GG. So, da habe ich sogar die Runde gewonnen. Das ist doch geil, oder? Ich finde, das ist geil. Geht dann auf uns dann richtig gut. Das würde ich sagen, lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ansonsten bis zum nächsten Video und ciao.